Vor einiger Zeit stand die Kummenberg-Gemeinde Koblach ganz im Zeichen Afrikas, die zum Landesnarrentag 2012 von den Koblacher Schollerstechern initiierte Fahnenaktion ging ins Finale. Wir erinnern uns zurück. Verschiedenste Koblacher Kindergärten malten im vergangenen Herbst Fahnen, welche unter anderem die Umzugsstrecke beim Landesnarrentag schmückten. Und ein paar haben sich da voll reingehängt und haben mit der Kind gleich 10 an einem Tag auch gemalt. Also ist für uns auch eine tolle Sache. Die Fantasie von der Kind, die kennt keine Grenzen, es ist lässig. So entstanden über 60 Fahnen, die vor und nach dem Landesnarrentag verkauft wurden, um dem Projekt von Nathalie Moosmann, Wissen macht stark, zugutekommen sollte. Das Projekt Wissen macht stark hat seine Wurzeln in Vorarlberg, wurde es doch von der Vorarlbergerin Nathalie Moosmann ins Leben gerufen. Zu Hause allerdings ist es im kleinen Dorf Mballing in Afrika. Mit all dem Geld, was übers Jahr hinweg für dieses Projekt gesammelt wird, können viele Kinder das wichtigste Gut, nämlich Bildung, in Afrika erleben und leben. Man muss vorweg natürlich sagen, dass es gute Schulen sind. Es sind also alles Privatschulen. Natürlich daher auch die Summe sehr hoch für Afrika. Für viele nicht vorstellbar, aber es sind 25.000 Euro, wo jedes Jahr zusammenkommen müssen. Und das ist schon ganz schön viel. Und da braucht es natürlich viele Aktionen. Und das ist natürlich das jetzt eine wunderbare Aktion, diese Fahnenaktion. Also. Nathalie Moosmann hat ihr Ziel klar vor Augen und weiß heute schon, wenn sie die nächste Reise nach Mballing antritt, um das gesammelte Geld wie immer persönlich zu übergeben. Also für mich ist das schon ganz, steht das natürlich schon ganz fest. Im November ist es wieder soweit, ich will wieder in Senegal sein. Ich will wieder im Dorf von Mballing sein und meine 118 Kinder, wo da die nicht sind, die warten natürlich, dass sie das nächste Schuljahr bezahlt kriegen. Und das ist natürlich meine nächste Aufgabe. Ich bereite natürlich alles schon darauf hin vor und mein nächstes Ziel, also Senegal im November. Zum einen kam schon einiges an Geld mit der Fahnenaktion zusammen, das aber reichte den Koblacher Schollerstecher noch nicht. Sie setzten noch einen drauf. Mit einem Benefizabend mit anschließender Scheckübergabe an Nathalie Moosmann in der Koblacher Dorfmitte sollte das Geld noch aufgestockt werden. Neben der Trommelgruppe von Nathalie Moosmann, die die entsprechenden afrikanischen Töne und Farbe in die Dorfmitte brachten, stellten sich unter anderem auch der Kinderchor und die Kindertheatergruppe Koblach zur Verfügung, um zum einen den Abend zu gestalten und zum anderen aber auch auf ihre Aktionen, welche ebenfalls dem gleichen Projekt gewidmet sein werden, aufmerksam zu machen. Kinder haben die Einstellung, es ist super, wenn wir so lange haben machen können, weil wir können Theater spielen, wir haben eine Freude, wir haben dann Spaß und die anderen haben auch was davon. Wir können was Gutes tun und sie sehen das auch sehr sinnvoll ein. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Das Stück heißt Sag mir, wie ist Afrika? Und das versuchen wir, da gibt es ein Buch dazu. Das heißt, sag mir, wie ist Afrika? Und wir nehmen dort so Szenen raus. In dem Buch ist ein Opa, der dem Enkel erklärt, wie Afrika ist. Und wir versuchen das ein bisschen zum Aufgreifen und erarbeiten das vorne zu mit dem Kind. Beim Benefizabend der Koblacher Schalmeien und der Gemeinde Koblach war selbstverständlich auch das Dorfoberhaupt Fritz Meierhofer zu Gast und unterstrich einmal mehr die Wichtigkeit dieses Projektes. Ja, also diese Aktion Wissen macht stark ist wirklich eine wunderbare Aktion von der Nathalie Moosmann, aber auch unterstützt natürlich von der Faschingsgilde und von der Gemeinde Koblach. Ich habe eigentlich von dieser Aktion erst beim Landesnarrentag erfahren und da war ich eigentlich schon begeistert und dass wir heute diesen Abend gemeinsam machen können, ist wunderbar. Warum unterstützt die Gemeinde Koblach solche Geschichten so tatkräftig? Ja, ich glaube, der Hintergrund von Wissen macht stark ist, glaube ich, ein sehr ernsthafter. In einem Land wie Senegal mit dieser Armut ist es, glaube ich, wichtig, dass Kinder eine ordentliche Ausbildung bekommen. Ich glaube, dass diese Ausbildung der Schlüssel eigentlich zur Entwicklung dieses Landes ist. Und diese Ausbildung hilft natürlich vielen Kindern auf ihrem weiteren Lebensweg. Auch der neue Präsident des VVF, Michel Stocklaser, war stolz, in seinem Verband einen Verein wie die Koblacher Schalmeien zu haben, die das Herz an der richtigen Stelle haben. Ja, auf jeden Fall. Einerseits hat Koblach einen wunderschönen Landesnarrentag im Januar über die Bühne gebracht. Andererseits haben die Koblacher das Ganze mit einer tollen Aktion verbunden. Das gab es schon vor einigen Jahren, 2007, Menschen für Menschen und jetzt Wissen macht stark. Und die Präsentation heute ist wirklich sehr beeindruckend. Und ich wünsche mir und ich hoffe, dass möglichst viel Geld zusammengekommen ist für dieses Projekt in Senegal. Heute muss man es nicht mehr wünschen oder hoffen, heute weiß man es. Mit der Fahnenaktion und dem Benefizabend in Koblach kamen insgesamt unglaubliche 4.141 Euro zusammen. Dieses Geld legt wieder einigen Kindern im Senegal den Grundstein zu einer Schul- oder Berufsbildung.
Wenn auch Sie etwas Gutes tun wollen, können Sie sich über das Projekt unter wissen-macht-stark.com informieren. Die Helden des 30. Landesnarrentages, die Schollerstercher Koblach mit ihrem Schalmeinzug, ließen diesen Abend mit Schalmeinklängen ausklingen.